Hallo und so zurück, Leute. Ich bin, alleine jetzt. Der Jan ist schlafen gegangen. Zack. Weil er morgen Uni hat. Und ich wollte aber noch hier das zu Ende machen, wo ich gerade so hingechillt bin. Ich wollte mich mal ein bisschen erkunden in die Richtung. Ernsthaft. Auch wenn ich ein paar coole Sachen im Inventar habe. Also eigentlich nichts, außer 5 Diamanten. Werde ich mich jetzt halt, wie gesagt, mal dahin begeben. Mache dann jetzt noch 1, 2 Folgen oder so in dieser Aufnahmesession und werde dann nochmal Pause machen wieder von der Aufnahme. Ach, da hinten ist nur Wasser. Okay, das heißt, ich baue mich kurz durch den Berg. Ich sehe nichts, aber ich habe auch keine Fackeln. Das heißt, ich baue mal doch mal die Kohle hier ab. Ich sehe relativ wenig, wirklich wenig. Kann doch nicht so weit gehen, der Berg. Boah. Da hinten ist noch Licht. Das war schön noch. Damals, als noch Licht da war. Ah. So, ein bisschen Kohle nehme ich jetzt mit, damit ich mir ein bisschen mal schnell Fackeln bauen kann. So. Oh ja, Level 35! Wuhuhu! So. Dann nehme ich auch noch. Daraus mache ich auf jeden Fall schon mal Sticks. Und dann mache ich daraus Sticks, da, dann machen wir direkt die ganze Kohle weg. Habe ich wirklich Backpack überhaupt Platz? Ja, ich habe einen Backpack Platz. Dann packe ich doch mal alles da rein. Gut. Sind wir doch sogar vernünftig ausgerüstet. Oh. Ich habe keine Schaufel. Ich habe nichts, was ich zu einer Schaufel machen könnte. Außer ich baue mir einen Stein ab. Packe mal in den Backpack aus. Ich habe noch Steine im Backpack, aber das ist jetzt egal. Da brauche ich nochmal. So. Crafting Table. Ein Crafting Table ist immer ganz praktisch. Schon mal aufstellen. Sticks raus. 2 Schaufeln rausmachen. Ich habe ja die Stöcke. Ja, den baue ich eben ab. Gut, und stürzt uns da runter. Das Zeug möchte ich einsammeln. Was auch immer es verbirgt. Es lohnt sich immer. Habe ich schon mal irgendwann gesagt, ich möchte lieber alle Erze einsammeln und sie nicht nutzen, als sie nicht eingesammelt zu haben. Und werde so ein bisschen noch Sand mitnehmen mit meiner einen Marsch entlang dieser Küste. Fällt wahrscheinlich sogar nicht mal auf. So. Was ist denn hier los? Packen wir mal kurz mal die Spitzhacke aus. Wenn schon Eisen da ist, nehmen wir es auch mit. Wenn schon Gold da ist, nehmen wir auch Gold mit. Können wir nämlich schon goldene Karotten und so, haben wir auch schon mal einen Sprung gesagt. Ich wiederhole mich so sehr. Oh. Noch ein Eisen? Oh. Boah, jetzt hat der Stein mich verwirrt, der da oben drauf lag. Gerade kurzzeitig dachte, das wäre ein Creeper. Oh. Da hinten ist hoch. Da hinten ist sehr hoch. Und da hinten ist Schnee. Und hohe Bäume. Die geladen werden. Interessant. Der Mondaufgang, Sakura, heute lasse ich ihm ja auf jeden Fall da, falls er das abbauen will. Mich noch zu diesem Turm da begeben. Aber so ein bisschen erkunden. Kann nicht sein, dass ich da nur bei meinem Mädchen bleibe, auch wenn ich jetzt mal langsam hätte. Hi? Naja. Wird Jan sich schon wundern, wenn hier eine Fackel ist, falls er nicht mehr vorbeikommt. So. Küste hell machen.
Haha, da würde ich mich wundern. So, so, hier ist wirklich nicht viel. Außer ganz viel Birke. Haben wir ein Birkensetzding? Ich glaube schon. So, das ist wahrscheinlich auch genau so ein alter Turm, wie wir auch. Au. Oh. Wieder raus. So in die Ecke gedrängt, fühle ich mich doch eher nicht wohl. Oh, da ist ein. Da ist was. Da ist ein Spawner drin. Okay. Das verändert die Sachlage schon mal. Na. Will er noch hier raus. So. Alter, was ist denn hier los? Der ist schon explodiert. Blödes Ding. Meine Dirtblöcke wieder. So, den wir hier bauen. Recht, Dax. Ich würde jetzt gerne auch was. Natürlich ist nichts in der Kiste. Aber. Oh mein Gott. Soll ich das mit dem Stuff machen, den ich im Inventar habe? Ich glaube schon. Ein Dimensionenriss. Und das ist mega lustig. Merken wir uns mal. Achso, ich werde die Karte dann irgendwann. Ich hab. Na, scheiß drauf. So, Leute. Wir kommen im Dimension. Was kann die Tür eigentlich abbauen? Eine Wooden Door. Okay. Das ist clever. Okay. Daran kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurück. Okay, das sind, glaube ich, kleine Rätsel oder sowas. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das Problem ist... Die hat man vorher nicht so gesehen. Eisen oder Wood? Eisen oder Wood? Ich gehe durch die Wood-Tür. Und bin schon wieder irgendwo rausgekommen. Und das ist sogar sauna. Nö. So nicht. So haben wir nicht gespielt. Ich wollte auch schon ein bisschen was entdecken. Okay... Das sieht mir schon mehr Creepypasta-mäßig aus. Das Schlimme ist... Man sieht, es sind einfach... Einfach schwarze Blöcke. Ich wüsste auch nicht, wie man die abbauen soll. Die kann man nicht abbauen. Das ist frech, ne? Wenn wir hier runter gucken... Ich möchte nicht runterfallen oder sowas. Denn das endet noch böser. Das werde ich euch auch mal irgendwann zeigen. Ich habe noch Blöcke ohne Ende, ne? Oh, dieser Sound. Oh mein Gott. Schnell hier irgendwie durch. Backpack. Ich weiß nicht, wie tief man hier fällt, ob man fällt, wohin man fällt. Oh, selber verarsch mich nicht. So. Das ist creepy as fuck. Ein Labyrinth. Super. Mit dem Sound. Noch besser. Oh. Ich glaube,
Oh. Da lang. Hihi. Schönes. Das sind halt Blöcke, da kann man drauf laufen. Zzt. Aber man sieht sie halt nicht, das ist ja das Böse. Mal ein bisschen hier. Wenn ich schon mal hier bin. Ich glaube, das Ding ist, der Turm ist halt auch ummantelt von diesen Steinen. Deswegen sieht. Oh, das ist eine Kiste. Und in der Nähe ist nichts Besonderes. Wow. Wenn das jetzt alles war, was ich überhaupt finden kann in diesem Riss, dann habe ich leichte Aggressionsprobleme oder so. Das ist schon creepy. Monolith. Oh mein Gott. Ich finde das nicht so toll hier. Nein. 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 Okay. Das wollte ich euch eigentlich gezeigt haben. Und, so. Das ist jetzt unser Problem. Wir haben ein kleines Problem. Hier kommt man nämlich nicht mehr wirklich raus. Ohne zu sterben. Man findet sein Inventar nicht, glaube ich. Zumindest habe ich letztes Mal nicht, als ich dran war. Jetzt können wir das Gestein hier mitnehmen. Weil das da, ja, ist toll, ne? Die Viecher teleportieren mich immer wieder nach oben. Gibt da jetzt nur eine Chance. Ich muss, also, das, was ich jetzt mal hier kannte, ich habe das mal schon mal gemacht, bin halt gestorben, habe das auch als Tod angerechnet bekommen von den Jungs. Weil es ja dann auch drin steht unten. Ja. Ich will davon jetzt einfach mal wirklich ein bisschen was mitnehmen. Weil dieses Material findet man halt nur hier. Auch wenn's. Ich werde gleich nochmal zeigen. Auch wenn es ein bisschen Sound und creepy und ist. Nein. Hört auf. Ich will keine Pixel um mich rum haben. Ich baue einfach weiter ab. Das werde ich bestimmt irgendwie wieder geportet. Ich warte eigentlich nur drauf. Wie lange baue ich eigentlich gerade ab? Oh, es hat eine düstere Stimmung hier. Das ist schon so zwei, drei Sticks. Könnte ich jetzt eigentlich vertragen davon? So, da, da. Ich weiß nicht, ob mich das verfolgt, hier dieses Zeug. Und ob, wenn ich stehen bleibe, mich das portet. Kann ich aber gleich nochmal zeigen, was wirklich, dass die Dinger wirklich annoying sind. Weil wenn man die, halt, wie ich gerade das aus Versehen gemacht habe, zu lange anguckt, dann. So, packen wir doch schon mal zwei Stacks und ganz viel Kram da rein. Aber wie viel brauche ich denn davon? Ich weiß nicht, will ich da überhaupt mehr mit bauen? Das hätte schon was, ein schwarzer Eingangsbereich. Aber dann brauche ich relativ viel davon. Ich weiß es nicht. Ach ja. Ich weiß nicht wirklich, ob man hier rauskommt oder einfach nur stirbt. Und, oder halt immer wieder nur hier oben gespawnt wird, überhalb der Decke. Achso, okay. Ja, und, was ist denn das? Da ist dunkel. Da ist dunkel, da baue ich mich mal hin. Also auf dem Weg kann ich einfach mal ein bisschen abbauen. Ach, die Aufnahmezeit habe ich im Auge. Da ist noch ein bisschen was drin. Ah, das ist, glaube ich, auch noch Monolith, ne? Ich glaube, ich kann die nicht töten. Was die halt noch ein bisschen more annoying machen. So, ich kann jetzt hier mal hauen. Weg. Einfach weg. Weg, droppen nichts, hier passiert nichts, außer, dass diese Viecher sau annoying sind und mega creepy aussehen und der Sound einfach kacke ist und, oh. Ich weiß nicht. Es sieht. Und es ist wieder passiert. Ha! Krieg ich erstmal Gänsehaut davon. Und das Auge ist oben und unten ist es zu. Und ich mache jetzt einfach mal langsam. Ich weiß nicht, den Stack würde ich noch fertig arbeiten. Das finde ich halt, wenn du mit Monolith, glaube ich, zu nahe kommst, dann passiert das und das ist, boah. Ich glaube, es gibt nur einen wirklichen Ausweg und, den, das bin ich natürlich auch mega hoch. Also, ich habe zumindest letztes Mal, ich war ja schon mal drin, im alten Projekt, war, glaube ich, auch nicht meine Aufnahmesession, sondern ich habe es Zeug einfach nur besorgt, mir, auf dem Weg. Mal gucken, das müsste eigentlich hier jetzt eine Decke gewesen sein, ne? Aber ich will nicht, so, ich will lieber laufen.
kann ich Monolithen besser ausweichen. Den Stack mache ich noch voll, dann habe ich ein bisschen davon. Okay, auf geht's. Ich weiß nicht, ob man hier auch Fallschaden kriegt. Alles unbekannt. Da unten scheint man rauszufallen. Und das ist, glaube ich, ist das, was ich jetzt probieren möchte. Ob es wirklich jetzt nur ein Zufall war. Oder nicht. Und... das sehen wir in der nächsten Folge.